Einen wunderschönen guten Tag, liebe Motorsportmagazin.com-Zuschauer. Ja, wir melden uns heute mit einem Thema, das man so ja, jahrelang eigentlich sich nie hätte vorstellen können, denn eigentlich war er immer ein Saubermann und hat sich nur so kleine Sachen geleistet, aber man muss jetzt tatsächlich mal fragen, droht Lewis Hamilton 2020 tatsächlich eine Rennsperre? Die Frage ist jetzt, ist er da schon Weltmeister, wenn die droht, oder hat die tatsächlich noch Konsequenzen? Meine Theorie ist ja, er will diese Rennsperre unbedingt, aber halt dann, wie gesagt, erst nach der WM-Entscheidung, weil nach der WM-Entscheidung, wissen wir alle, hat Lewis Hamilton meistens keinen Bock mehr und da braucht er nicht mehr hinfahren. 2015 Saisonende, erinnern wir da nur dran, dass Nico Rosberg ja dann noch ins nächste Jahr so übertragen hat. Genau. 7 ja. Siege in Folge oder irgendwie sowas habe ich noch im Kopf. Sowas in die Richtung, ja. Ja, Schumacher-like. Nein, ja, aber droht Lewis Hamilton eine Rennsperre? Das Thema kam jetzt auf, eigentlich jetzt im Nachblick umsonst, am vergangenen Wochenende in Russland. Du hast schon da die ganzen Ordner parat und Zettel und Ausdrucke und Steward-Entscheidungen. Denn ja, ursprünglich hat Hamilton mal 2 Strafpunkte bekommen am Sonntag. Die sind inzwischen wieder weg. Ging um seine Übungsstarts. Ich hoffe, du kannst das noch verifizieren, dass die Punkte auch wirklich verschwunden sind. Exakt, ich kann das bestätigen. wir haben hier zweimal eigentlich das gleiche Urteil. Das eine Dokument ersetzt das andere. Das Ganze gibt es sogar noch zweimal, weil es waren ja 2 Übungsstarts, für die er eigentlich bestraft wurde. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist, also die 5-Sekunden-Strafe ist geblieben, aber der Strafpunkt ist weg und stattdessen kriegt Mercedes eine 25.000-Euro-Strafe. Da gab es eine kleine Verwirrung, muss ich gestehen. Aber ich dachte ich auch, 2x 25.000. Mhm. Aber nein, es ist nur einmal 25.000. Die ist nur in einer Strafe drin. Warum? Preisfrage. Die ist nur in einer Strafe. Das weiß ich jetzt auch nicht. Weil der Funkspruch von Mercedes nur einmal kam. Aha. Und nicht zweimal. Deswegen gibt es die 25.000 nur in einem Dokument und auch nur einmal. Die Strafpunkte wurden aber beide Male weggenommen. Mhm. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum wurden die zurückgenommen? Gab ja viele Kommentare von euch, als es dann hieß, die wollten einfach dem Hamilton helfen, die wollen nicht, dass der größte Star des Sports gesperrt wird. Und nachdem er sich so aufgeregt hat, tatsächlich hat es andere Gründe. Man wollte die Entscheidung möglichst schnell fällen zu Beginn des Rennens, weil man nicht wollte, dass die Boxenstopps dann schon abgesessen sind und dann gibt es die 5 Sekunden oben drauf oder die 2x5 Sekunden, dann gibt es die auf die Rennzeit drauf, das will man das nicht. Das will keiner, ja. Deswegen musste man sich einigermaßen beeilen mit der Entscheidung und auch wenn diese Dokumente dann erst im Nachgang kommen und die Entscheidung erstmal nur eingeblendet wird, da hätte man ja in der Theorie eigentlich Zeit gehabt, über diese Strafpunkte nachzudenken, ja oder nein. Nein, denn wenn die Stewards die Strafe mitteilen, muss es zwar dieses ganze Dokument noch nicht geben, aber dann müssen auch gleich die Strafpunkte mitgeteilt werden. Deswegen hat man das erstmal so gemacht. Dann danach hat man sich das nochmal genauer angeschaut alles. Mercedes hat gesagt, nee, wir haben ihm das so gesagt, haben den ganzen Funkverkehr vorgelegt und deswegen wurde es dann zurückgezogen. Ist natürlich unglücklich, dann, wenn das halt so läuft von der Praxis her, eben gerade wenn so Vorwürfe kommen. Man konnte damit rechnen, wenn die Nachricht kommt, ey, Strafpunkte werden zurückgenommen, dann ist klar, dass dann irgendwer kommt, hier wird der Weltmeister jetzt irgendwie bevorzugt oder besser behandelt als andere. Aber schaut blöd aus, ja. Gibt aber eine Begründung dafür. Ja. Aber man muss sagen, so sehr können sie den Hamilton ja auch nicht in Schutz nehmen, wenn ich mir hier nämlich die erste Frage von Pantoffeltier anschaue. Denn der fragt, wofür hat Hamilton eigentlich seine anderen Penalty Points bekommen, sind ja doch einige. Und das stimmt eben, denn man muss sagen, auch ohne diese 2 Punkte aus Sochi droht Hamilton eigentlich schon, kann man sagen, noch irgendwo schon eine Rennsperre. Denn er hat ja insgesamt 8 Punkte immer noch auf dem Konto. Bei 12 ist Feierabend. Ja, woher hat er die? Er hat schon einige, auch von den Stewards in diesem Jahr bekommen. 6 sind aus diesem Jahr, 2 aus vergangenem Jahr. Tatsächlich ist hauptverantwortlich eigentlich ein Red Bull-Fahrer oder Red Bull allgemein für diese Strafpunkte. Ist schon etwas kurios. Vergangenes Jahr ging es los mit Alex Albon in Brasilien, den Hamilton da umgedreht hat. Weiter ging es fast auch mit Albon in Österreich, den er nochmal umgedreht hat. Das sind dann schon 4 Strafpunkte. Ja, und dann gab es vorher noch im Qualifying in Österreich dieses Gelbvergehen ja, wofür auch Red Bull irgendwo verantwortlich ist, weil sie ihn ja da angeschwärzt haben, da am Sonntagvormittag ja sogar noch erst so 3D-Kamera-Bilder da rausgehauen haben. Ja, heißt 6 Strafpunkte hat Red Bull dem Hamilton da gedrückt, quasi um 3 Ecken. Nein, hat er sich natürlich selbst eingehandelt durch die Unfälle da. Und ja. an der Stelle muss man sagen, also bevor wir jetzt zu den letzten 2, die er tatsächlich hat, das war ja auch so ein Punkt, den Lewis gebracht hat in der Pressekonferenz, wieso er so sauer war über diese Strafpunkte an sich. Ja, die Strafpunkte waren eigentlich dafür gedacht, dass wenn du ein Sicherheitsrisiko bist, wenn du Leute abschießt und so weiter. Ja. Wenn man sich jetzt mal 6 von den 8 Verdienten anschaut, Albon abschießen, also vor allem
der Brasilien-Abschuss, da braucht man nicht drüber reden. Ist was, ja. Also die zwei, die hat er sich redlich verdient. Ja. Gelb im Qualifying, also eins der schlimmsten Vergehen für mich überhaupt, weil du nicht weißt, was dahinter passiert, genau, bei dieser gelben Flagge. Und wenn es die gibt, dann musst du vom Gas gehen. Und er ist komplett auf dem Pinsel geblieben und ist, glaube ich, auch noch dann die Bestzeit gefahren. Also die zwei Punkte hat er sich auch redlich verdient. Über die zweiten, über die nächsten zwei gegen Albon kann man streiten. Ja, wir hatten da schon mal mit Flo schon drüber gesprochen, neulich den Vergleich jetzt mit Leclerc-Stroll in Russland jetzt gebracht, was eine sehr ähnliche Szene war. Das war jetzt Startgeschehen, okay. Aber letztlich so von der Berührung vom Ablauf her relativ ähnlich fast. Also ja, da kann man streiten, wie man auch hier streiten konnte. Ja, und der zweite war dann jetzt noch in Monza, da der Boxeneingang, der berühmte, wo Hamilton da die, ja, eigentlich wie jetzt in Russland, dann vielleicht die Event-Notes etwas besser hätte lesen sollen und nicht das Regelbuch, das er da erst verantwortlich gemacht hat. Falsch gedacht. Ja, also da einfach mit diesen Blinklichtern, die da außen waren, ist er in die Box gefahren. Aber man muss sagen, wenn man sich dann das hier wieder anschaut, kann man auch sagen, ja, da war er auch nicht selber schuld, weil das Team hat ihm ja gesagt, Box, Box. Auch deswegen, da ist es echt schwierig, irgendwo eine Linie zu ziehen mit den Strafpunkten. Ist auch ganz witzig, eigentlich interessiert sich keine Sau für diese Strafpunkte, außer es werden dann irgendwann mal so viele, dass es kritisch wird wie jetzt. Davor ist es ihnen völlig egal. Und es gibt tatsächlich auch, weil das wissen wahrscheinlich viele nicht, und das gibt es auch offiziell gar nicht so zum Lesen. Ich kenne das nur aufgrund meiner Steward-Lehrgänge. Es gibt auch hier in diesem schönen Ordner eine Übersichtstabelle, wofür es wie viele Strafpunkte gibt, in welcher Session und so weiter. Das heißt, da sind die Stewards meistens auch bei einem fixen Vergehen fix dazu angehalten, das und das zu vergeben. Also eigentlich ist da fast kein Verhandlungsspielraum. Mhm. Deswegen, ja, ich meine, jetzt hat man natürlich das Fass geöffnet und hat gesagt, ja, wenn es Team schuld ist. Die Frage ist, was wir das in Zukunft damit anstellen? Weil wenn ich dann als Team immer sage, ja, ich habe es ihm gesagt, er soll das machen. Ich habe ihm gesagt, er soll mit 150 durch die Boxengasse fahren. ja, gut. Wobei Speeding in the Pitlane gibt gar keine Strafpunkte, muss man sagen. Aber ich meine dann... Aber 150 wird nur ordentliche andere Strafe geben, bin ich mir sicher. Also... Aber diese Strafpunkte sind eine interessante Sache. In der Formel 1 hatten wir noch nie eine Sperre, wenn ich mich recht entsinne. Tatsächlich nicht. Also es ist ja eigentlich wegen Romain Grosjean eingeführt worden, der ganze Spaß einmal, der einfach noch so die Sperre bekam. Aber deswegen nennen wir das gerne auch mal Lex Grosjean. Lex Grosjean, genau. Es gibt ja auch so gewisse Lex Verstappens und so. Also jeder kriegt so irgendwann so seine Regeln. Ja, aber Grosjean war, glaube ich, auch schon mal nah dran. Anfang des Jahres hatte Vettel ja relativ viele Punkte noch mitgenommen aus dem Vorjahr. Der hat inzwischen gar keine mehr, alle getilgt. Ein Hoch auf kaum die zu glauben. Spät begonnene Saison. In dem Fall gut für Vettel. Aber Hamilton hat, ja, da kommen wir jetzt hier noch zur Frage von Mr. Roggen 99. Der hat nämlich jetzt 8 Punkte und er fragt, ja, glauben wir denn, dass er diese 12 Punkte noch schaffen kann, diese Saison? Also Jonas, wirklich. Du bist top informiert, was Punkteverfall und so weiter angeht. Ja, ja. Man muss dazu sagen, es gibt von der FIA keine öffentliche Liste, wer wann irgendwelche Strafpunkte bekommen hat, aber euer Team von motorsportmagazin.com und allen voran natürlich Jonas, pflegt bei uns auf der Website eine Liste, wo alle Strafen komplett drinstehen. Strafpunkte, Geldstrafen, wirklich jede Kleinigkeit ist da aufgelistet für die gesamte Saison. Jonas, du bist da quasi sozusagen der Strafpunkt-Schatzmeister. Genau. Ja. Du kannst uns jetzt genau sagen, wann welcher Punkt. So ist es tatsächlich, ja. Zumindest der jetzt für dieses Jahr interessant ist, mal nämlich hat Hamilton schon ein Problem, weil von diesen 8 Punkten verfallen eben ja nur noch 2 in diesem Jahr, nämlich die von Brasilien. Und zwar verfallen die erst am 17.11. Und 17.11., wenn man jetzt mal in den Rennkalender blickt, dann sieht man das Problem, es sind noch 4 Rennen bis dahin. Also es gibt noch viel Potenzial und dabei sind so Sachen wie Nürburgring, wie Imola, wie Portimao, was Neues auch, wie Istanbul. Gut, das waren jetzt schon alle. Also alle Strecken, die jetzt vielleicht auch mal dazu einladen, Fehler zu machen, die man vielleicht nicht so gut kennt, wo man vielleicht auch so ein Boxen ein- oder ausgang nicht so gut kennt und dann wieder patzt. Aber Imola dafür nur 2 Tage. Das stimmt. Das kann Hamilton natürlich retten. Aber vielleicht bringt das nur auch noch mehr Druck. Wer weiß, das ist jetzt sehr spekulativ. Aber Zeit genug hat er auf jeden Fall noch. Er führt auf jeden Fall auch ganz klar da in der Strafpunktetabelle. 8 Strafpunkte hat er, dann kommen Albon mit 5, Kwiat mit 4 und dann alle anderen mit 3 und weniger. Also die müssen sich schon alle gar nichts mehr sorgen. Ja. Aber also, es gibt dann doch ein paar Vergehen, wo man gleich 5 zum Beispiel sammeln kann, sehe ich hier. So. Wusste ich gar nicht, habe ich jetzt gerade erst entdeckt, 5. um ehrlich zu sein. Ja, ja. Das muss schon schön sein. 5 kriegst du zum Beispiel, wenn du
failing to respect the black and orange flag on the track. Das heißt, wenn du ein unsicheres Auto hast, irgendwie hängt ein Teil davon, also diese Spiegelflagge, und du ignorierst die, wirst du disqualifiziert und kriegst 5 Strafpunkte zum Beispiel. Also, naja gut, das ist wirklich auch sehr sicherheitsrelevant. Also ist irgendwie verständlich, aber 5 ist schon ein Pfund. Oder rote Flagge und du fährst nicht langsam genug. Stehst du weiter auf dem Pinsel? 4. Also, Lewis hat ja gesagt, er wird jetzt das Regelbuch auswendig lernen oder wird sich das genauer anschauen. Man muss dazu sagen, es gibt viel da zu lesen, denn es gibt zum einen den International Sporting Code, der natürlich gilt in der Formel 1. Dann gibt es noch das sportliche Reglement. Das ist auch noch ein ganz dickes Buch, das habe ich jetzt gar nicht ausgedruckt hier. Und dann gibt es noch die Race Director Notes. Also der muss... Die vor allem sind ganz wichtig, glaube ich, weil ich glaube, das andere hat er vielleicht sogar gelesen, aber... Die vielleicht nicht, aber gerade die, auf die wird man ja eigentlich noch aufmerksam gemacht, oder? So Fahrerbesprechung mit Michael Masi. Also eigentlich schon. Sollte man eigentlich gerade da gewarnt sein, aber die scheinen im Moment die meisten Probleme zu haben. Ich habe noch einen Fünfer gefunden. Oh. Failing to respect the black flag on the track. Also das heißt, wenn du, okay. du eh schon rausgewunken wirst und das einfach... Das klingt jetzt so ein bisschen nach Lex Schumi oder so eher schon, aber okay. Das klingt für mich einfach alles so nach Raghunathan. Das sind alles so Vergehen, die der mal machen könnte. Oder so ein Dan Ticktum oder so. Alle in einem Rennen würde Raghunathan aber auch schaffen, glaube ich, wie damals mal. Also es ist im Bereich des Möglichen. Ja, es ist nicht auszuschließen. Aber ich fürchte, bis es soweit kommt, ist die WM sowieso gegessen. Wer weiß. Also, ich sag mal so. Und selbst wenn. An sich ist der Lewis ein sehr fairer Fahrer, ja, auch wenn sein Ruf schon. In Deutschland irgendwie nicht so gut ist. Ja. Aber man muss. Deshalb wundert es einen so ein bisschen gerade. Man muss das ganz ehrlich sagen. Er ist einer der fairsten Fahrer überhaupt im Feld, auf der Strecke. Was er daneben macht, das bleibt ihm selbst überlassen, das will ich nicht beurteilen. Ich würde dann jetzt gerne noch den O-Ton von Nico Rosberg zu dem Thema einspielen. So Austin Start und so fällt mir da ein. Ja, aber das ist alles on the edge, aber bei ihm ist es halt ein natürlicher Racer on the edge. Und wenn ich mir den Rosberg dann zum Beispiel in Österreich anschaue, da ist es halt nicht mehr der Racer on the edge, sondern mit Gewalt on the edge. Und das ist halt dann ein bisschen drüber über die Edge. Also Hamilton hat doch schon drauf, da genau die Grenze zu treffen, die noch okay ist eigentlich, muss man wohl sagen. Aber was glaubt ihr? Ja. Glaubt ihr, dass Lewis Hamilton noch ein Rennen gesperrt wird in dieser Saison? Schreibt es in die Kommentare. Und dann vor allem holt euch auch die App. Denn da erfahrt ihr dann, wenn er gesperrt wird, per Push-Nachricht garantiert in dem Fall, die wird kommen. Und natürlich auch Strafübersicht findet ihr auch in der App, die eben angesprochene. Da seid ihr immer auf dem laufenden Stand, wie es da ausschaut. Gibt es für Google und Apple und... Geräte, war das die richtige Ebene, Google App? Android und iOS. So, alles kostenlos im Play Store und App Store runterzuladen. So. Ja. Und ihr habt natürlich auch die YouTube-App, höchstwahrscheinlich, sonst würdet ihr das Video nicht sehen. Außer ihr habt natürlich schon die motorsportmagazin.com-App und schaut das Video in dieser App drin. Aber da ihr ja die YouTube-App habt, müsst ihr natürlich unbedingt diesem Video hier ein Däumchen dalassen, wenn es euch gefallen hat. Den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren.